Hast du da was ausgearbeitet? Ja, danke, Rich. Ich will ganz offen sein, Geschwister. Ich finde 5 Jahre sehr optimistisch. Es sei denn, wir zerschmettern das römische Imperium innerhalb der nächsten 12 Monate. 12 Monate? Ja, 12 Monate. Seien wir mal ehrlich. Was Imperien angeht, ist das ein ziemlich großes. Also sollten wir uns von unseren Ärschen erheben und aufhören, wie Waschweiber darüber zu schwatzen. Das ist richtig. Nur die Tat zählt und nicht Worte. Und was wir jetzt brauchen, sind Taten. Ihr habt recht. Wir können hier rumsitzen, den ganzen Tag reden und pausenlos Resolutionen annehmen. Kluge Ansprachen halten. Das kratzt nicht einen römischen Soldaten. Also lasst uns endlich damit aufhören, darüber zu schwätzen. Das ist vollkommen sinnlos und führt uns nirgendwo hin. Einverstanden. Das ist absolut sinnlose Zeitverschwendung. Verhaftet. Was? 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 Sie haben ihn weggeschleppt. Ich hörte, dass er gekreuzigt wird. Männer, das erfordert eine sofortige Diskussion. Ja. Was? Gut, verzüglich. Richtig. Neuer Antrag? Vollkommen neuer Antrag. Folgender. Das muss sofort eine sofortige Aktion geben. Wenn der Antrag angenommen wird. Na, selbstverständlich, wenn er angenommen ist. Man kann ja nicht aus einer Resolution angenommen werden. Lass uns jetzt bitte gehen. Bitte, jetzt sofort. Gut, gut, gut. Also im Licht einer völlig neuen Information von Geschwister Judith. Und nicht zu schnell, Reg. Reg, um Himmels Willen. Es ist eine ganz einfache Sache. Alles, was ihr tun müsst, ist, durch diese Tür hinauszugehen, und zwar jetzt. Und zu versuchen, die Römer daran zu hindern, ihn zu kreuzigen. Es wird passieren, Reg. Kannst du nicht begreifen, dass es passieren wird, Reg? Kannst du das nicht begreifen? Ah! Hallo, ein kleiner Ego-Trip von den Feministinnen. Was? Oh, entschuldige, Loretta. Würdest du bitte noch mal wiederholen?